Züge, die zu jeder Stunde immer gleich fahren und sich an allen größeren Knotenpunkten treffen und dort Anschlussbeziehungen bilden. Das Ende langer Umsteigezeiten und dem lästigen, stundenlangen Warten auf den nächsten Zug. All das soll ein integraler Taktfahrplan möglich machen. In der Schweiz bereits seit vielen Jahrzehnten existent und unter dem Produktnamen Deutschlandtakt 2030 ein solches System auch in Deutschland eingeführt werden. Da mir erst bei der Recherche zu diesem Video aufgefallen ist, wie viele interessante Dinge es diesbezüglich zu erwähnen gibt, wird es in diesem Video zunächst ein paar grundlegende Infos zum Deutschlandtakt und der zugrunde liegenden Theorie geben, bevor wir uns dann den Fern- und nur den Fernverkehr anschauen. Erst im nächsten Video soll es dann auch um den Nahverkehr gehen und es werden einzelne Knoten exemplarisch betrachtet. Und in beiden Teilen werden wir uns bis auf wenige Ausnahmen nahezu ausschließlich auf das Rhein-Main-Gebiet und dessen unmittelbare Umgebung fokussieren. Denn ansonsten würde das Video stundenlang gehen. Deshalb wird es hier in erster Linie um das Rhein-Main-Gebiet gehen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anschauen dieses Videos und lasst euch von den vielen Infos bitte nicht erschlagen. Das System hinter dem sogenannten Deutschlandtakt ist wie schon angesprochen ein sogenannter integraler Taktfahrplan. Er unterscheidet sich von herkömmlichen Taktfahrplänen dadurch, dass die einzelnen Linien flächendeckend aufeinander abgestimmt sind und Umsteigepunkte, sogenannte Taktknoten, entstehen. In Deutschland gibt es zwar bereits heute Taktknoten, jedoch meist nur im Nahverkehr und ohne überregionale Synchronisation. Fangen wir jedoch zunächst einmal bei der Erklärung im Kleinsten an. Beim Taktknoten ganz allgemein sollen sich alle Linien treffen. Das bedeutet, dass sich zwei Züge einer Linie immer an genau diesem Punkt treffen müssen, damit die Anschlusszüge aus beiden Richtungen erreicht werden können. Als Beispiel aus dem Rhein-Main-Gebiet wäre Darmstadt zu nennen. Hier treffen sich zur halben Stunde immer die Regionalbahnen Frankfurt-Heidelberg und Heidelberg-Frankfurt. Daraufhin starten dann zu den Minuten 32, 35, 37 und 40 Anschlusszüge nach Aschaffenburg, Bad Soden, Eberbach und Wiesbaden, die zuvor zu den Minuten 18, 19, 26 und 27 angekommen sind. Zu beachten ist, dass um ausreichend Umsteigezeit zu erreichen, bis auf eine Linie alle einen etwas längeren Aufenthalt in Darmstadt einlegen müssen, da sie eben einige Minuten vor Abfahrt der Züge von und nach Frankfurt ankommen müssen und erst einige Minuten danach wieder abfahren können. Was in Darmstadt wegen der Tatsache, dass hier eh fast alle Züge enden oder zumindest die Richtung wechseln müssen, kein Problem ist, zeigt sich anderswo als schwieriger. Zum Beispiel muss bereits heute der ICE Ruhrgebiet Basel in Mannheim immer einen 13-minütigen Aufenthalt einlegen, um Umstiegsmöglichkeiten auf die ICE-Linie Berlin-München zu gewährleisten, was für Fahrgäste, die in Mannheim nicht umsteigen müssen, zu einer unnötigen Fahrzeitverlängerung führt. Und hier finden wir sogar noch ein Problem. Denn wenn sich in Darmstadt die Züge immer zur halben Stunde treffen, verfehlen die von dort ausgehenden Regionalbahnen nach Mannheim mit einer Fahrzeit von 75 Minuten den eben angesprochenen ICE-Taktknoten in Mannheim. Ein Beispiel, welches beweist, dass die bisherigen integralen Taktfahrpläne eben nur regional vorhanden sind und zum Großteil nicht aufeinander abgestimmt werden. Ein Taktknoten entsteht im Übrigen nicht durch einfaches Fingerschnippen, denn es müssen einige Voraussetzungen geschaffen werden. Taktknoten lassen sich nämlich nicht beliebig aneinander reihen, da sich zwei Züge einer Richtung hier ja stets treffen müssen. Sonst besteht nur in eine Richtung Anschluss, was in manchen Regionen auch seinen Sinn haben mag, bei den richtig großen Taktknoten müssen es jedoch immer zwei Züge sein. Da die Züge beider Richtungen sich aufeinander zubewegen, treffen sich die Züge immer zu ihrer halben Taktzeit. Ein Zug, der im Stundentakt verkehrt, begegnet also alle halben Stunden einem Gegenzug, einer im 15-Minuten-Takt trifft ihn alle 7,5 Minuten und ein zweistündlicher Zug begegnet alle Stunden einem Gegenzug. Ein Zug im Stundentakt, wie die meisten längeren deutschen Linien verkehren, kann also alle halben Stunden einen Taktknoten bilden.
Ebenfalls bereits heute zwischen Frankfurt und Mannheim zu beobachten, denn neben dem Taktknoten in Darmstadt zur Minute 30 existiert ein solcher auch zur Minute 0 in Bensheim und zur Minute 30 in Neu-Edingen-Friedrichsfeld. Da ab Bensheim die Regionalbahn in halbstündig fahren, kann in Weinheim zusätzlich zu den Minuten 15 und 45 ein Taktknoten stattfinden. Die Minuten, zu denen sich Züge treffen, bezeichnet man im Übrigen auch als Symmetrieminuten. Bei den allermeisten Zügen liegen diese immer so ungefähr um die halben bzw. vollen Stunden, bzw. je nach Takt logischerweise auch zu den Viertelstunden, Achtelstunden und so weiter. Aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. Und so hat zum Beispiel die RB61 Frankfurt-Dieburg ihre Symmetrien um die Minute 7 und 37. Bei einem Taktknoten lassen sich allerdings nur Züge mit gleicher Symmetrieminute zusammenfügen, da sich nur dann die Züge zu den gleichen Minuten begegnen und attraktive Umstiege in alle Richtungen ermöglicht werden können. Soweit an dieser Stelle die grob vereinfachte Theorie hinter dem System und wir werden da jetzt auch nicht weiter ins Detail einsteigen. Die Schweiz führte einen sogenannten integralen Taktfahrplan bereits im Jahr 2000 landesweit ein. In Deutschland sind es wie gesagt bis heute nur einzelne regionale Knotenpunkte oder Netze. Im Rhein-Main-Gebiet gibt es sowas zum Beispiel neben Darmstadt auch in Wiesbaden, teilweise in Hanau und natürlich an etlichen kleineren Punkten wie zum Beispiel Niedernhausen. Eine Realisierung eines ähnlichen Systems wie in der Schweiz in Deutschland wurde lange Zeit als zu aufwendig und kompliziert abgelehnt. Erst in den letzten Jahren erlangte die Idee an Popularität und wurde 2015 erstmals in einer Machbarkeitsstudie untersucht. Nachdem diese positiv ausfiel, wurde der Deutschlandtakt, dessen Realisierung ehrgeizigerweise für 2030 angesetzt wurde, in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen und fortan von verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen stets weiterentwickelt. Seit 2018 sind erstmals Pläne für die Öffentlichkeit einsichtig, welche auch die Basis für dieses Video sein sollen, fällt im Übrigen in der Videobeschreibung verlinkt. Da diese stets angepasst, verbessert und verändert werden, ist dieses Video nur eine Momentaufnahme in der Entwicklung bzw. der Planung auf dem Stand von Ende 2019. Und mit dem Titel zu entnehmen ist, nochmals die Bekräftigung, wir beschäftigen uns hier nur mit den geplanten Maßnahmen im Rhein-Main-Gebiet. Also dann los! Natürlich sind zunächst etliche infrastrukturelle Voraussetzungen nötig, um das Konzept überhaupt realisieren zu können. Die Pläne des Deutschlandtakts gehen im Rhein-Main-Gebiet von der Fertigstellung der momentan nur in Planung befindlichen Neubaustrecken Frankfurt-Fulda und Frankfurt-Mannheim aus. Da sich im Rahmen von Taktknoten ja bekanntlich alle Linien zeitgleich treffen und der Frankfurter Hauptbahnhof mit seinen 25 Bahnsteiggleisen das niemals stemmen könnte, ist auch der momentan nur erwogene ICE-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt im momentan Deutschlandtaktentwurf als realisiert angenommen. Des Weiteren enthält der momentane Planungsentwurf beispielsweise die nordmännische S-Bahn nach Hanau, die Regionaltangente West sowie die Reaktivierungen der Bahnstrecken Wölfersheim-Hungen, Lolla-Londorf und Wiesbaden-Limburg. Diese sind jedoch anders als zum Beispiel der ICE-Tunnel nicht zwingend nötig, um die wichtigsten Maßnahmen zu realisieren. Wo wir gerade vom ICE-Tunnel sprechen, können wir jetzt direkt auch mit der Vorstellung der Änderungen im Fernverkehr anfangen. Nach Hamburg sollen künftig immer 2 Züge pro Stunde angeboten werden. Nach Berlin soll es wie bisher immer im Wechsel einen Zug über Braunschweig und Erfurt und Leipzig geben. Die bisher zwischen Frankfurt und Berlin über Braunschweig zum Stundentakt verdichtenden Züge, die am Flughafen begannen, verkehren nicht mehr über Fulda, sondern über Gießen und starten dementsprechend in Karlsruhe, womit sie die bisherige Linie Karlsruhe-Hamburg von Karlsruhe bis Göttingen ersetzen. Dafür verkehrt der momentan zweistündige ICE Sprinter über Erfurt und Halle dann stündlich. Und im Übrigen auch in der Regel über Berlin hinaus bis Hamburg. Der ICE nach Berlin über Erfurt und Leipzig wird wie heute vom zweistündigen ICE nach Dresden zum Stundentakt ergänzt. In Hanau hält im Übrigen wie heute nur der ICE nach Berlin über Braunschweig. Und in Fulda halten einschließlich des Sprinters nach Berlin alle Züge, mit Ausnahme sämtlicher Hamburger Züge. Die Reisezeit zwischen dem Frankfurter und dem Hamburger Hauptbahnhof soll auf 3 Stunden sinken und die nach Berlin auf 3 Stunden und 30 Minuten. Eine Fahrt nach Dresden soll nur noch 3 Stunden und 45 Minuten dauern.
Frankfurt und Kassel sollen nur noch 1 Stunde und 5 Minuten voneinander entfernt sein und Frankfurt und Fulda nur noch 35 Minuten. Von den Hamburger ICEs fährt einer pro Stunde immer über Stuttgart nach München und der andere verkehrt immer im Wechsel nach Basel und Stuttgart. Nach Basel wird sich mit jedem zweiten ICE-Sprinter aus Berlin zum Stundentakt ergänzt, der jedoch, anders als der Hamburger ICE, zusätzlich in Darmstadt hält. In der anderen Stunde fährt dieser ICE-Sprinter aus Berlin nach Stuttgart und darüber hinaus je nach Planungsentwurf nach Ulm oder Tübingen. In dieser Stunde dann noch ohne Halt in Darmstadt. Der Kreuzanschluss in Mannheim zwischen dem Ruhrgebiet Berlin, München und Basel wird in ähnlicher Form auch künftig stattfinden. Künftig soll dieser alle 30 Minuten stattfinden. Zur vollen Stunde treffen sich hier der ICE Hamburg-München und der Dortmund-Basel. Zur halben Stunde trifft sich immer abwechselnd ein ICE aus Hamburg oder Berlin nach Basel mit einem aus Dortmund oder Stralsund über Hamburg und das Ruhrgebiet nach München. Zusammengefasst ergibt sich so mittels Umstieg ein halbstündiges Angebot zwischen Frankfurt und Basel sowie zwischen Frankfurt und München über Stuttgart. Nach Stuttgart kommt pro Stunde ein weiterer direkter Zug hinzu, sowie genau wie heute die zweistündige Verbindung über Heidelberg. Diese Linie über Heidelberg wird auch künftig diverse Zugfahrten bis ins hinterste Österreich anbieten. Und sich zwischen Frankfurt und Heidelberg mit dem ICE Berlin-Karlsruhe zum Stundentakt ergänzen. In der Stunde des Karlsruher ICEs soll dann aber zudem noch ein Anschluss in Heidelberg an die neue zweistündige Verbindung zwischen Berlin und Stuttgart über Hannover, das Ruhrgebiet, Wiesbaden, Mainz und Mannheim stattfinden. Womit im Übrigen Wiesbaden eine zweistündige Direktverbindung ins Ruhrgebiet bekommt und die sogenannte Wallofer Kurve dann mehr als bis heute viermal am Tag genutzt wird. In Mainz wird es wie heute einen Anschlussknoten geben, bei dem stündlich umgestiegen werden kann. In der Stunde, in der der eben vorgestellte ICE Stuttgart-Berlin verkehrt, besteht Anschluss an die ICE-Linie Wien-Dortmund. Und in der anderen Stunde treffen sich hier die Linien Wiesbaden-München, zu der wir gleich noch kommen, und die von Karlsruhe über das Ruhrgebiet Hannover, Magdeburg und Leipzig nach Dresden. So herrscht in der Summe ein stündliches Angebot zwischen Frankfurt und Mainz, Mannheim und Mainz, Mainz und Wiesbaden sowie Mainz und Köln. Zu diesem stündlichen Linienkreuz gesellt sich um eine halbe Stunde versetzt noch die zweistündige ICE-Linie Frankfurt-Berlin über das Ruhrgebiet und, ohne Taktergänzung, nur zwischen Frankfurt und Mainz, noch die bis hierhin durchgebundene ICE-Linie aus Berlin über Braunschweig. Der andere ICE aus Berlin über Leipzig und der ICE aus Dresden verkehren nach Wiesbaden, allerdings nicht über Mainz, sondern direkt über die geplante neue Verbindung an der Wallofer Spange. Die Fahrzeit zwischen Frankfurt und Wiesbaden sinkt bei diesen Direktzügen somit auf 30 Minuten. Apropos Fahrzeit. Auf den jetzt zuletzt vorgestellten Linien sei dringend noch erwähnt, dass die Fahrzeit von Frankfurt nach Basel künftig 3 Stunden und 20 Minuten betragen soll, die nach Stuttgart 1 Stunde und 15 Minuten und die nach München über Stuttgart nur 2 Stunden und 55 Minuten. Nochmal zurück zu den Zügen zwischen Frankfurt und Mainz. Hier ergänzen sich, wie bereits erwähnt, der ICE Dortmund-Wien und der Wiesbaden-München zum Stundentakt, die diese Taktergänzung noch bis Nürnberg beibehalten. Der Münchner Zug fährt von dort aus dann weiter über Treuchtlingen nach München. Allerdings wurde bei diesem zuvor in Würzburg bereits ein Zugteil nach Bamberg abgekuppelt. Aber nicht genug des ergänzten Stundentakts. Hinzu kommt zwischen Frankfurt und Nürnberg noch die Ergänzung zum Halbstundentakt mithilfe der wie heute im Stundentakt verkehrenden Linie München-Dortmund, die künftig alle 2 Stunden nach Kiel verlängert werden soll. Nach München über Nürnberg benötigt man von Frankfurt aus im Übrigen nur 2 Stunden und 35 Minuten und nach Wien soll die Reise nur noch knapp 6 Stunden dauern. Wow! Doch in Windeseile gelangt man natürlich nach wie vor nach Köln. Auf dieser Strecke haben wir ja jetzt bereits die halbstündigen ICEs aus Mannheim und den stündlichen aus München über Frankfurt kennengelernt. Doch hier kommen noch weitere Linien hinzu, zum Beispiel die sich bis Köln zum Stundentakt ergänzenden ICE-Linien nach Amsterdam und Brüssel. Ebenfalls stündlich soll es dann künftig einen überall, sprich in Limburg Süd, Montabaur und so weiter haltenden Zug nach Köln geben.
Dafür fahren bis auf den ICE nach Wiesbaden alle anderen Züge an diesen kleineren Stationen durch, mit der Ausnahme, dass ein paar ICEs noch in Siegburg-Bonn halten. Und was fehlt jetzt noch? Na klar, der Fernverkehr nach Frankreich, und der hält auch einige coole Veränderungen bereit. Die Pariser ICEs bzw. TGVs sollen künftig in einem durchgehenden 2-Stunden-Takt ausschließlich als ICE und über Saarbrücken fahren. Gesamtfahrzeit 3 Stunden 40. Aber auch weiterhin soll es alle 2 Stunden nach Straßburg gehen, hier ausschließlich mit TGVs, jedoch darüber hinaus nicht mehr nach Paris, sondern nach Lyon, Reisezeit 5 Stunden 40. Und wer jetzt schon staunt, der hat noch nicht davon gehört, dass zwei dieser Züge sogar weiter bis nach Barcelona fahren sollen, welches dann nur noch 7,5 Stunden von Frankfurt entfernt sein wird. Unterwegs wird aber im Übrigen nur 7-mal gehalten und ein Halt davon ist ausgerechnet Darmstadt, welcher von allen Zügen dieser Linie bedient werden soll. Eine letzte Linie gibt es noch, bei der es sich um die einzige des Rhein-Main-Gebiets, welche im Deutschlandtakt als FR, sprich Fernverkehr in ungefährer Entsprechung des ehemaligen Interregios und mutmaßlich mit freigegebener Nahverkehrsnutzung handeln wird. In Frankfurt ist dies die Linie 34, nach Münster über Siegen und Dortmund. Diese soll dann entsprechend mit Intercity 2 Doppelstockwagen an die Touren fahren. Und die anderen Linien? Auch hierzu liefert der Deutschlandtakt Entwürfe. So sollen die Linien Dortmund-Wien, Wiesbaden-München mit Zugteil nach Bamberg und Frankfurt-München und weiter nach Österreich mit ICE-T-Triebwagen verkehren. Für den ICE-Sprinter Hamburg-Berlin-Frankfurt und weiter nach Basel oder Tübingen sowie die Linien München über Nürnberg nach Dortmund und zum Teil weiter nach Kiel, Dortmund-Basel, Frankfurt über den Rhein und das Ruhrgebiet nach Berlin, die ICEs nach Brüssel, Amsterdam und Paris sowie der Linie Stuttgart-Berlin über Wiesbaden und den Zügen zwischen Frankfurt und Köln mit Halt überall sind Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h vorgesehen. Hier wird es spannend, denn die heutige ICE 3 und ICE Velaro Flotte reicht für diese und auch die anderen Linien in Deutschland, wofür diese Fahrzeuge verplant sind, bei weitem nicht aus, sodass theoretisch ein neuer Fahrzeugtyp notwendig werden würde. Ob und wie es diesen geben wird, bleibt abzuwarten. Für alle jetzt noch nicht genannten Linien sind ICE 4 Züge vorgesehen und die Züge nach Lyon verkehren, wie schon angesprochen, ausschließlich mit französischen TGVs. Werfen wir noch einmal einen Blick nach Frankfurt, wo wie angesprochen ein neuer ICE-Tunnel errichtet werden soll. Im momentanen Planungsentwurf soll dieser dann von allen ICEs, die nicht in Frankfurt enden, genutzt werden, mit Ausnahme der Linien Dortmund-Wien und Karlsruhe-Berlin über Gießen. Hingegen ebenfalls durch den Tunnel fährt auch ein neuer Regionalexpress, aber dazu wie erwähnt erst im zweiten Teil mehr. Zum Ende dieses Filmes möchte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnt haben, dass es sich hier um unverbindliche Planungen handelt. Das Jahr 2030 stellt hier einen ambitionierten Zielpunkt dar. Einzelne Maßnahmen lassen sich bereits binnen weniger Jahre realisieren, andere können Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Um den Deutschlandtakt im Rhein-Main-Gebiet vollständig ab 2030 realisieren zu können, müsste man innerhalb von 10 Jahren Neubaustrecken nach Fulda und Mannheim bauen, sowie, und das ist die wohl größte Herausforderung, den Frankfurter ICE-Tunnel errichten. Wenn dieser kommen sollte, dann, so viel lässt sich heute bereits vorhersehen, nicht vor 2030. Wie es im Nahverkehr aussieht und wie genau dann die konkrete Verknüpfung aller Linien im Rhein-Main-Gebiet so ablaufen soll, klären wir im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante Einblicke gewinnen und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Tschüss und bis bald.